Hallihallöchen, liebe Freunde, und willkommen hier zurück zum verrückten, über Kopf hängenden Portal-Spiel zusammen mit unserem Zakion, der hier sich gerade... Das sah gerade komisch aus, was du da gemacht hast. I'm Batman! So. Hau die Seite! Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, haben wir einen Batman gefunden. Ja, Na, wie sieht's aus? Ja, guck mir in die Linse. Guck den Linse. Oh ja, Nahaufnahme. Ui, sexy Linse. Ja, wir hatten in der letzten Folge hier drüben, wie ihr seht, eine angelehnte Tür gefunden. Sieh dich nicht, wo bist du denn? Ich hab Angst. Hinter dir. Hinter dir. Spannender. So, wir hatten diese angelehnte Tür gefunden und haben einen Eingang entdeckt. Ja, aber hier ist überhaupt nichts. Hier verbirgt sich nur diese Tür und ein Plakat. Und eine Tasse. I like big butts. I like just... Was? I like work. I like just irgendwas my bar. Bla bla. Ja, und dieses tolle Plakat hier. I like work, I just hate my boss, steht da drauf. Also ich liebe die Arbeit, aber ich hasse meinen Boss. Okay. Das ist überhaupt nichts darin, das ist total sinnlos, der da. Weiß ich nicht, das Plakat hier sieht ganz lustig aus, aber ansonsten erkenne ich jetzt auch nicht großartig den Sinn hier hinter. Das hat keinen Sinn. Schade. Hätte sein können, dass hier irgendein nettes Easter Egg ist, aber anscheinend nicht. Hey, guck mal. Was denn? Die Drohne arbeitet. Oh, cool. Was steht da hinten an der Tafel? Do not upload Schematics, bla bla bla. Was? Schaltet den Strom ein. Beeilung, wir müssen euer Training beginnen, bevor etwas anderes passiert. Nein, wir gucken uns in Ruhe um. Nee, da gehen wir noch nicht rein. Warte mal, hier steht noch was. Nein. Was steht da? Please do not test if you're allergic to do not sit in bla 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 bla, okay. Okay. Aha. Okay. Kann man die Tür aufmachen? Nein. Welche Kammer willst du, links oder rechts? Ach, ich nehme mal deine blaue. Die sind beide blau. Das ist vollkommen egal. Okay. Deswegen frage ich ja. Ich glaube, wir müssen beide gleichzeitig den Strom hier betätigen. Diesen Hebel da. Ja, aber ich überlege gerade, warum hier an der Seite ein Loch ist in dem Ding. Wo? Hier? Ja, hier, wenn du gerade reinguckst, da ist doch ein Loch drin. Meistens die Löcher immer oben und unten besser in den Kammern. Ja, da wirst du jetzt durchgesaugt. Glaubst du? Bestimmt. Oh mein Gott. Gut, die Demontageeinheiten sind repariert. Oh mein Gott. Nicht, aber sie sind nicht mehr ganz so kaputt. Da ist eine am Ende dieses unvollständigen Testbereichs. Ja. Das war total gruselig, so Musik ist aus. Du. Plexi? Ja. Ah, ich bin eingefallen, oh mein Gott. Whee. Test Nummer 5. Hi. Hi, Test Nummer 5. Oh, nein. Oh, da gibt's wieder Tourette's. Tourette's. Oh mein Gott, Tourette-Syndrom. Und die weiße Farbe. Ich liebe weiße Farbe. Gelflos. Weiß. Weißt du, was du damit machen kannst? Das ist Schmiere. Nein, du kannst Portale damit darauf verschießen. Zum Beispiel. Und jetzt kannst du dir nämlich den Weg bahnen und sagen, okay, ich verschieße jetzt so und gehe dann hier und dann gehe ich da durch. Weißt du? Das ist so... Wie als wenn du Wände, weiße Wände malst. Oder dann so, Portale drauf machen kannst. So, das jetzt von Ding zu Ding ballern anscheinend. Boah. Wow. Mehr oder weniger. Durch hier. Nein, wir kommen auch, glaube ich, so ganz gut. Was machst du denn hier? Ja, ich schieß diese Glibber rum, was ein bisschen wie Ding ausschaut, du weißt schon. Nein, weiß ich nicht. Doch, weißt du schon. Nein. Wohin müssen wir denn mit dem Würfel jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen nach da drüben. Das ist ungewohnt, wenn eine Testkammer nie fertig gebaut ist. Das sieht so total komisch aus. Ich finde das hat Style. Das hätte man immer so machen können. Weißt du eigentlich, dass wir in der Klippe sind? Ja. Da geht's tief rund. Kann man hier sonst noch irgendwas machen? Nee, ne? Also müssten wir jetzt... Den Glibber noch weiter verschießen. Ne? Ja, wir müssen den Glibber nach da drüben, auf die Plattform da oben, irgendwie oben drauf verschießen. Uiuiui. Und dann... Von da. Ich schieße das Zeug in alle Himmelsrichtungen. Kannst du. Guck mal hier, jetzt kannst du an die Wand hier schießen da. Geht nee, das geht nicht. Was geht nicht? Ist ja doof. Huch. Was kommst soll du ich so mit diesem blöden Glibber? Schieß mal hier vorne irgendwie hin, dass du da noch ein bisschen Farbe dran hast. Was sagst du denn? Das schießt in so einem hohen Bogen. Ja, mach hier unten irgendwie ein Portal oder so. Dann schießt er auch drüber. Okay, dann mach hier hinten nur eins. Was weiß ich? Hier. Bin ich denn die Portalfee oder was? Übrigens, deine Blickrichtung bestimmt... Ja, ich weiß. Okay, hast du verstanden. Das
Jetzt hast du verstanden. Wer ist mir wohl viel blöder sein? Nein, hat keiner gesagt. Hier. Es war ja nur so in die Richtung. Da, schau. Ja, sieht ja gut aus. Yeah. Paint the floor. I'm the floor painter. Aber da komme ich auch nicht bis rüber. Kommt das nicht so weit? Das ganze Zeug fliegt nach unten. Direkt irgendwie vorher, hä? Es hat nicht genug Schwung. Was können wir denn sonst noch so machen hier? Hier oben ist ein Steg, der uns nicht. Kannst du hier oben irgendwie dran schießen oder so? Nee, gelb geht auch nicht. Kann man die Stützen da weg? Nee, kann man auch nicht. Wir haben hier irgendetwas übersehen. Ich glaube ja, dass wir uns fast hier rüber schießen müssen irgendwie. Natürlich müssen wir darüber, aber wie kommst du darüber? Das ist die Frage. Hier ist aber auch nichts. Ich würde meinen. Kann man kein Portal ranschießen? Kannst du auf die Seite was schießen, indem du den Glibber von hier aus darüber schießt? Also von hier den Glibber an die Wand? Vielleicht kann man an die Wand ja was pinseln. Nein, das ist die falsche Blickrichtung. Genau. Wie das? Ah, das geht sogar. Okay. An die Wand geht das auch. Das ist schon mal gut. Dann müssen wir jetzt nur noch hier auf dem Boden was pinseln. Und dann lassen wir uns von da oben runterfallen. Oder so. Ah, dass du runterspringst und dann hier mit Anlauf darüber, oder was? Aber das geht ja nicht, du hast ja keine Schräge nicht. Du hast ich habe einen Ausgang noch gefunden. Oder auch nicht, schade. Wieso geht das nicht? Ja, weil du keine Schräge hast. Du kannst ja dann mit Speed nicht aus dem geraden Loch schräg wegspringen, das geht ja nicht. Das ist eine Danger Door. Hab ich auch schon gesehen. Warte mal, vielleicht kann ich ja... Wo kommt denn das jetzt raus? Kommt hier, da? So. Wohin glibbert's jetzt raus? Ich würde mal sagen, hier einfach mal so. Geht das? Cool. Aber das bringt uns nichts. Das stimmt allerdings. Wo kann ich da oben drauf jetzt irgendwas? Kann man das noch ein bisschen höher? Also die Testkammern sind sehr, sehr strange nebenbei. Ja, ja, die mit der Farbe, mit der weißen Farbe, die haben so ein bisschen in sich. Besonders da vorne sind auch noch vier Tourettes. Tourettes. Yay. Also ich glaube schon, dass wir uns irgendwie... Vielleicht können wir von der einen Seite ausgehend, also von hier unten dann, uns hier rüber katapultieren. Ach nee, das geht gar nicht. Siehst du, wo ich stehe? Ja. Denke ich, ja. Was siehst du da? Kann es sein, dass wir uns irgendwie mit Schwung hier raufspringen müssen? Und dann? Hier rüberspringen müssen und dann von hier aus den Glibber auf die andere Seite schießen, von hier, von dieser Erhöhung. Mach doch einfach ein Portal da. Und? Wie weit kommt's? Nicht so weit. Auch nicht so weit. Hä? Ich kann es mir vorstellen, von hier oben. Von da ganz oben. Also von der oberen Seite aus. Wir erst nach oben kommen müssen und von da aus das Zeug. Uah! Ja. Klar, aber sie ist auf einmal ganz ruhig. Die sagt kein Wort mehr. Ja, weil sie denkt, die Idioten. Ich bin auch gerade total verwirrt. Uah! Toll, bin wieder da rausgekommen. Ah, ich bin intelligent. Wie hast du es geschafft? Wo hast du den Glibber? Wo ist der Glibber? Bei dir? Jetzt? Ich komme jetzt nicht mehr über das Geländer rüber. Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt genau da oben, wo du gesagt hast, wo ich hin soll. Cool! Warte, lass mich auch mal hier rüber. Ich könnte mir vorstellen, dass du es vielleicht auf der Seite hier irgendwo benötigst, hier oben drauf oder so. Naja, aber die Frage ist jetzt... Ja, das kannst du ja nur von so, genau. Genau. Und jetzt kannst du von hier aus dann immer so. Lass mich mal hier alles voll glibbern. Yay, glibber. Oh, guck mal hier. Das reicht ja schon, glaube ich. Und? Yeah! Okay, dann müssen wir nur noch den Würfel holen. Warte, lass mich den mal holen. Ah, du kannst den. Lass mich den Würfel holen. Ja, ja, ich lass dir eh den Würfel holen. Ich will deinen Würfel gar nicht. Ich will ihn aber. Das ist meiner. Mein Würfel. Oh. Ja. Okay, jetzt können wir ja von hier aus ganz einfach. Du musst ein Portal machen darüber. Da. So. Ups. Na, ah, scheiße. Ich werf mal alle in deine Richtung, das ist okay, oder? Naja, passt schon. Ah, guck mal. Yeah, wir sind gut. Oh mein Gott. Pff.
folgendes Problem. Irgendwo hier befindet sich ein altes Prototypgehäuse. Jemand hat es gefunden, sich damit verbunden und will jetzt meine Anlage übernehmen. Die ganze Woche habe ich versucht, einen dieser Menschen in eine Tötungsmaschine zu verwandeln. So eine wie, na, ihr wisst schon wer. Es ist erstaunlich, wie wenig so ein Mensch aushält und wie überaus lautstark sie das mitteilen. Lange Rede, kurzer Sinn, alle Menschen sind tot. Damit hängt alles an euch zwei Matschbirnen. Moment, wir haben dann das letzte Mal ein paar hundert Gefangene und ein paar tausend Menschen gerettet und sie sind alle tot nach einer Woche. Ja, es geht schnell. Bei ihr geht das ganz schnell. Ja, ich merk's. Ich mag Lara. Sie Menschen verschleißen. Nein, ich mag sie nicht. Das ist wie die böse Oma oder die böse Tante. Die böse Tante, die einen immer so schön in den Backen kneift. Bist du groß geworden? Gut, ich wusste nicht, ob die Remontage funktioniert. Die geheimnisvolle Frau im Prototypgehäuse hat eine Botschaft für uns. Sie hat keine Angst vor mir. Na, Gott sei Dank. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Wir testen weiter und beweisen so, dass wir auch keine Angst vor ihr haben. Egal wie tödlich diese Tests enden. Warum müssen wir mir die ganze Kacke ausbaden, hä? Das weiß ich nicht, aber hat die nicht gesagt, wir können. Was denn? Becken mit echter Säure. Ah, oh mein Gott. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist aber schön. Was machst du da? Ich mal gucken, ob ich dich reinschubsen kann. Aber es geht leider nicht. Hier ist ein Schalter. Yay, ein. Oh das Mann, musst du fangen. Fang das Ding. Ja, mal. Machen wir mal. Wow, das war knapp. Das sah bei mir total buggy aus. Das war schon unter Wasser. Ja, bei mir eigentlich auch. Deswegen fand ich. Okay, da brauchen wir hier einen Laser. Laser! Guck mal, der Ausgang ist da oben. Okay. Am Arsch. Bin gut. Bin Bist gut. Du? Weg! Da oben ist er! Ich bin weg von hier! Wie komm ich jetzt darauf? Ja. Warte mal, ich hab jetzt. Hä, hey, Moment. Wie funktioniert das jetzt? Ich hätte da mitspringen müssen, glaube ich. Weil das sind zwei Katapulte da unten. Das stimmt. Komm noch mal runter mit dem Zeug. Ja, okay. Hui! So. Bist du soweit? Ja, Moment. Achso. Passt. Wunderbar. Super. Ja, da ist jetzt ein Portal. Die Frage ist, wo ist der Rest? Oder wo kommt der Rest hin? Da ist auch noch eins. Da kann man ja nicht hinschießen. Einer mach muss mal, das mach irgendwie mal den Laser da weg. Hier ist eine Fläche, wo wir stehen können. Wie? Ja, nimm ihn einfach weg. Und dann falle ich runter. Yay. Richtig, aber ich bleibe oben und das ist das Wichtige. Haben wir da unten eine weiße Fläche irgendwo? Nein. Ah, ganz einfach. Jetzt springst du mit dem Würfel nochmal hoch. Ja, okay. Mach ich. Dann läufst du durch mein Portal, dann bist du genau da, wo ich auch bin. Ah ja, okay. Was bringt uns das? Dass wir weitermachen können? Ja, wo sind wir? Wo müssen wir jetzt überhaupt weiter? Hier drüben ist der Ausgang, komm. Aber hier geht's auch lang. Glaube ich. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay. Mach mal. Wow. Geh du mal durch. Ja, okay. Weil ich da kann ist nicht. Der Ausgang. Da vorne ist eine weiße Fläche. Da kannst du nämlich das Ding benutzen, um darüber zu kommen. Du müsstest hier ein Portal setzen. Wenn das möglich ist. Wie soll ich das? Ach so. Ja, richtig. Das sollte oder auch nicht gehen. Bist du jetzt wieder? Wie soll ich denn? Hä? Ja, doch, das geht. Komm hoch. Wie denn? Die Kugel muss erst weg. Also der Kubus ist da. Ah, alles muss ich machen. Mano! Scheiße! Was habe ich dich eigentlich dabei? Das weiß ich manchmal auch nicht so richtig. Dann kommen wir doch nicht weiter. Doch, kommen wir. Jetzt stell dich da auf das fertige Sprungbett. Ich springe mit dir einfach. Ich guck dich an. Passt schon. Okay. So. Jetzt gehst du durch mein Portal. Ja. So. Jetzt sind wir hier unten. Da vorne hast du dann gelbes. Dann mach du hier.
Wenn ich jetzt da durchgehe, ist es logischerweise wieder weg. Aber jetzt kann ich nämlich hier eins machen. Ja. Dann haben wir es da drüben zwar, aber wir kommen nämlich nicht mehr dahin. Das ist das Problem. Ah, warte mal, mach da nochmal deins. Beziehungsweise hier dann. So. Geh mal hier wieder zu den Zeug. Nach hier oben. Komm. Komm hier zurück. Ja, ich versuche gerade deinen Gedankengang zu verfolgen. Gleich, jetzt siehst du es. Ah, das ist ja pervers. Easy. Mission erfüllt. Jetzt weiß sie, dass wir auch keine Angst vor ihr haben. Das ist ja fies. Das war nur eine Aufwärmübung. Der eigentliche Plan lautet, ich verwandle euch in Tötungsmaschinen. Oh yeah. Damit ihr sie töten könnt. Wir töten sie. Oh, ich will den Minigun. Wollen wir die anpflanzen oder reinpflanzen, den Kopf pflanzen. Ja, da wurde. Minigun und eine BFG. Eine BFG? Eine Big Fucking Gun von Doom. Ah. Kennst du das nicht? Nein. Du kennst immer nix. Schlimm, ne? Wenn man ja, so einen hat, der nichts kennt. Mal sehen, wie aus Machtschwärmen echte Tötungsmaschinen werden. Seite 70. Ja. Wie groß bist du, Testsubjekt? 1,45. Seit wann kann man Abfall so hoch stapeln? Moment, das ergibt keinen Sinn. Abfall wird durchschnittlich 2,30 Meter hochgestapelt und das weiß ich sogar. Testsubjekt, deine Mutter ist so... das ist ja widerlich. Trainiere einfach weiter, während ich mir das hier ansehe. Wie kann GLaDOS eine Seite umblättern, wenn sie keine Arme hat? Ja, das stimmt, das geht eigentlich nicht. Aber vielleicht findet sie es einfach ästhetischer mit dem Soundeffekt, weißt du? Ach so, ja gut, das kann auch sein. Guck mal, wir haben wieder so einen Wirbeldingsbums da oben. Ein Wirbelzwirbel, cool. Laser, da können wir das Wirbelding wieder umdrehen. Hier ist ein Ball, oh mein Gott! Ich glaube, wir müssen das Ding wieder rösten irgendwie. Warte mal. Hier irgendeine Stadt Dings hier... Au, das ist natürlich jetzt doof. Ah, hier, guck mal, was bringt uns das? Ah, dreht den Wirbel um. Okay. Und jetzt? Jetzt bin ich eine Etage höher, was mir auch nichts bringt. Weiß ich nicht, vielleicht kannst du dich dann von da aus irgendwo sonst wohin tragen lassen. Ah, guck mal, da drüben ist was. Okay. Da oben ist der Ausgang. Ich hab eine Idee. Kannst du dein Portal dahin setzen? Siehst du das? Wir bräuchten den Laser hier. Wo? Kommt da ein Ball raus an der Schleuse. Kommt ein Ball raus? Es geht gerade nicht. Hier ist nichts, wo man das platzieren könnte. Trotzdem. Oh, Manu, du hättest eben gerade einfach nur dein Portal dahin setzen sollen. Und das andere dann dahin. Ich sehe deinen Muffin. Wo denn? Ist okay, warte, lass mich das machen. Hä? Yep. Nein! Why? Gerade extra. So. Okay. Wo hätte ich mein Portal setzen sollen? Oh, fuck. Das war jetzt knapp. So, da setze ich mein Portal jetzt und da meins. So. Du setzt dein hellblaues jetzt bitte nach. Da oben ist ja irgendwo was. Also da in der anderen Kammer. Da drüben, wo das Ding ist. Und da eins bitte hin. So, und jetzt kann ich den ja wieder umdrehen. Musst du aber den Laser wegmachen, dass das Ding... Ja, genau. Vielleicht jetzt am besten. Du dich selber. So, ja, so am besten. Okay. Vielleicht doch nicht so gut. Okay. Du landest doof. In der Säule. Ah, da kann ich Knöpfchen drücken. Ja, da kommt der, genau. Okay. Da müsste ich das Ding umdrehen. Du musst jetzt nicht sterben. Ja. Zu spät. Aber wenn das so ist, dann ist auch das Portal kaputt. Hä? Ja, wie komme ich denn? Ja, du musst das Ding fangen. Ich muss da den Strom umdrehen, dass du mit dieser optischen Linse wieder zurückkommst. Ja. Damit wir den umleiten können hier auf dieses kleine Loch da vorne. So. Genau, lass mein dunkelrotes mal da. Ich muss jetzt erstmal irgendwie nach da oben laufen, gehen, kommen, tun. Bitte? Ja.
Du versuchst mir irgendwas zu sagen, aber ich verstehe es nicht. Passt. Ja, das, also du musst auf jeden Fall schon mal den Wechsel hier machen, aber ich muss erstmal nach da oben kommen. Ja? Und das kann ich ja nur, indem du mir ein Portal nach da oben machst. Ich kann ja da oben dann selbst meins schießen, ja. So, genau. Jetzt kommst du aber auch nicht hin, weil du musst das hier umdrehen. Doch, doch, jetzt dreh's um. Ach nee, scheiße. Ja, du Affe. Ah, fuck. Warte. Vielleicht geht das ja... Scheiße, wie geht das denn am besten? Ja, nee, das hätte schon gepasst. Warte mal. Du musst das umdrehen. Aber wenn ich dann, okay. Dreh das um, bis du da oben auf der Plattform stehst. Und dann können wir Portale wechseln und das andersrum machen. Aber ich sehe dann die andere Plattform da hinten nicht mehr. Das ist ja das Problem. Ich kann zwar hier jetzt ein Portal machen, aber ich sehe dann da drüben die andere Ecke nicht mehr, weißt du? Das ist so mein Problem. Aber was du... Ja, doch, das passt schon, was? Nee, geh raus auf die Fläche drunter. Geh raus. Oh, cool. Oh. Ich sag dir raus, nicht rein. Okay, raus. Da. Oh, nicht ganz, genau. Liebe Leute, nächste Folge geht's weiter bei Portal 2 Crazy Co-op. Ich bin Azaki, er ist der Plexi. Ja, so sieht's aus. Und wir sagen immer Stay tuned and so long.